Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Videoreihe werden wir uns mit dem Thema Hacking von NFC-Karten beschäftigen. Diese Videoreihe baut dabei aufeinander auf. Wir werden uns im ersten Video zunächst erstmal mit dem Aufbau einer Mayfair Classic-Karte beschäftigen, damit wir dann in den nächsten Videos diese über verschiedene Angriffswege angreifen können, um uns eine Kartendublette zu erstellen. Wir werden im Folgevideo zunächst mit einem Wordlist-Angriff starten, das heißt, wir werden durch Ausprobieren verschiedenster Passwörter versuchen, eine Karte zu kopieren, was aber nicht immer einfach möglich ist. Deswegen werden wir dann im Folgevideo die Karte mit dem Nested-Angriff angreifen. Darauf aufbauend werden wir dann die MFKey32-Variante testen. Das ist ein ähnlicher Angriff, der aber dann nicht die Karte, sondern den Leser im Fokus hat. Und dann werden wir uns auch noch mit dem Proxmark 3 als Alternative beschäftigen. Schließlich liebe ich es auch, dass der Flipper so ein kompaktes Gerät ist, aber der Proxmark ist da ein ähnliches Gerät, auch sehr flexibel, und da schauen wir uns an, wie sich diese zwei Geräte unterscheiden und wo die Vorteile vom einen und vom anderen Gerät liegen werden. Danach werden wir auch nochmal auf meinen Short eingehen. Ich habe da nochmal den Link dazu eingefügt, da wo ich bei einer Mayfair Classic Karte den Kartencode aus der aufgedruckten Nummer berechnet habe. Schaut es euch gerne mal an, das ist relativ tricky, da werde ich näher dazu eingehen. Und zum Abschluss dieser Videoreihe schauen wir uns an, wie wir dann auch als alternatives Tool zum Flipper diesen Proxmark auch mobil unter Hilfenahme von einem Android-Mobiltelefon einsetzen können. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr viel Freude mit dieser doch sehr interessanten Themenreihe habt. Diesmal möchte ich deshalb an dieser Stelle schon darauf hinweisen: Abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, weil dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Videos aus dieser sehr interessanten Videoreihe zum Thema Hacking und Kopieren von NFC-Karten. Wir starten mit dem ersten Video direkt nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, übelst weh. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird Cyber-Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Unity, das ist unser Spiel. Lass uns zusammen entdecken das Digitalgefühl. Ja, NFC-Tokens werden ja umgangssprachlich auch als RFID-Token bezeichnet. Da gibt es zwei große Gruppen. Es gibt einmal auf der einen Seite die 1356 MHz und die 125 kHz auf der anderen Seite. Wir beschäftigen uns in dieser Tutorial-Reihe mit Mayfair Classic. Mayfair Classic ist ein NFC-Token auf Basis 1356 MHz. Und wir finden sie in verschiedensten Formfaktoren, wie zum Beispiel Karten vor, aber auch kleine runde Chips oder Schlüsselanhänger. Man findet sie auch zum Beispiel in so wasserfesten Armbändern, im Schwimmbad zum Beispiel. Sie kommen öfters so im Tagesgeschehen unter, als wie man eigentlich denkt. Ganz wichtig ist, dass wir uns erstmal damit beschäftigen, wie ist dieser Mayfair Classic Token aufgebaut. Ja, Mayfair Classic Karten werden auch nochmal in ein paar Unterkategorien unterschieden. Es gibt einmal die Mayfair Classic Karten mit 1 KB Speicher und dann gibt es welche mit 4 KB Speicher. Die 4 KB Speicher sind eigentlich so in der Praxis fast nirgendwo anzutreffen, meistens die 1 KB Karten. Und es gibt in den Karten jeweils nochmal einen Unterschied, ob der Identifier, die UID, also der eindeutige Kartencode, 4 Byte lang oder 7 Byte lang ist. Auch hier muss man sagen, der 7 Byte Typ ist eigentlich so gut wie nie anzutreffen. In aller Regel haben wir Mayfair Classic Karten mit dem 4 Byte langen UID. Wo wir diese UID finden und wie die Karte aufgebaut ist, dazu schauen wir uns einfach mal einen Beispielkartenabzug, einen sogenannten Dump, an. Ja, ich habe hier diesen Abzug mal in einen Texteditor reinkopiert,
Dieser Dump von einer MyFair Classic 1K Karte hier kommt ursprünglich von einem Proxmark 3. Was wir hier erkennen können, ist zum einen, dass die Karte, das ist diese erste Spalte, in Sektoren aufgeteilt ist. Insgesamt haben wir 16 Sektoren, beginnen wir die Zählung aber mit 0, wie es in der Informatik üblich ist, sodass der erste Sektor der Sektor 0 ist und der 16. Sektor der Sektor 15. Innerhalb von jedem Sektor finden wir 4 Blöcke, beginnen auch mit 0 und werden durchnummeriert bis zum Block 63, also physisch gesehen eigentlich der 64., weil er auch wieder bei 0 loszählt. Im ersten Block finden wir die eindeutige Kartennummer, und zwar sind das bei 4 Kilobyte, nicht 4 Kilobyte, bei 4 Byte UID sind das diese 4 Byte Werte. In dem Fall wäre es das Beispiel F9, 4E, 16, 2B. Das wäre der eindeutige Kartencode, der normalerweise auch nicht kopiert werden kann, außer man nutzt entsprechende Emulatoren auf dem Flipper Zero oder zum Beispiel Karten, die speziell so vorbereitet sind, dass dieser Code geändert werden kann. Das sind, nennen sich China Magic Karten, gibt es auch verschiedene Varianten dazu, aber die können wir uns auch nochmal in einem separaten Video anschauen. So viel sei gesagt, dass die normalerweise eindeutig sind und nicht verändert werden können. Wir ziehen uns hier mal den Taschenrechner zu Rate, dann zeige ich euch nämlich auch, wie wir auf diese 1 Kilobyte Speichermenge kommen. Wir haben im Prinzip hier unsere 64 Blöcke, das heißt, wir haben 64 Blöcke, und das Ganze tun wir jetzt mal rechnen, und zwar haben wir je Zeile, also je Block, haben wir 16 Byte an Daten. Wenn wir jetzt die 64 mal die 16 Byte nehmen, haben wir bei 1024 Byte an Daten, und das ist nach IT-Umrechnung 1 Kilobyte. Bei 4 Kilobyte Karten haben wir im Prinzip das Vierfache an Sektoren und das Vierfache an Blöcken. Wer es braucht, kann es gerne nutzen. Meistens sind selbst die 1 Kilobyte Karten nicht vollständig beschrieben, weil nur ganz geringe Teile davon genutzt werden. Wir haben bei MyFair Classic Karten ein Sicherheitssystem verbaut. Und zwar seht ihr hier ja alle 4 Blöcke, also beginnend bei Block 3, 7, 11 und so weiter, diese Bereiche, die hier farbig markiert sind. Und zwar handelt es sich um den hellgrünen, gelben, weiß nicht welche Farbe es genau ist, Bereich einmal davor und dahinter um einen Sicherheitsschlüssel. Dieser Sicherheitsschlüssel ist normal geheim auf der Karte aufgebracht, und es handelt sich hierbei zum einen um den A-Schlüssel, der ist zum Lesen von Blöcken gedacht, und der B-Schlüssel, der ist zum Schreiben von Blöcken gedacht. Dazwischen in dem Lila sind die Access-Bits, die regeln nochmal, was das jetzt genau kann. In aller Regel ist das der Standard, braucht uns jetzt an der Stelle nicht interessieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage der Karte, gib mir den Wert aus deinem Block 1, dann erwartet die Karte diesen entsprechenden Leseschlüssel. Wenn ich Daten auf diesem Block 1 reinschreiben möchte, sagt die Karte, nenn mir bitte den B-Schlüssel für den entsprechenden Block, damit du hier drauf schreiben kannst. Somit ist jede vierzeilige Einheit an Blöcken, also der sogenannte Sektor, in sich durch einen individuellen Schlüssel schützbar. Einmal ein Lese- und einmal ein Schreibschlüssel. In aller Regel, wenn man so eine Karte in die Hand bekommt, sind die meistens sehr, sehr schlecht geschützt. Sehr schlecht geschützt heißt, es wären entweder der Auslieferungsschlüssel, der ist bei den meisten Karten, die wir fabriknah in die Hände bekommen, alles F. Das heißt, dieser Schlüssel sowohl fürs Lesen als auch fürs Schreiben besteht aus lauter F. Somit eigentlich durch jedermann auslesbar und kopierbar. Das ist auch der einfachste Fall. Das ist auch der Fall, den man meistens beim Flipper sieht. Man hält den
Flipper auf die Karte drauf, drückt auf Kopieren und plötzlich ist die ganze Karte einfach einmal frei ausgelesen. Aber sobald wir hier mit individuellen Schlüsseln arbeiten, dann ist das Ganze nicht mehr ganz so einfach lösbar. Deswegen werden wir uns im nächsten Video auch mal anschauen, wie so ein Wörterbuchangriff abläuft für die Fälle, wo wir jetzt mal nicht die Standard-Fabrikschlüssel im Einsatz haben. Ja, was die wenigsten wissen ist, dass es neben diesen offiziellen 16 Sektoren auch noch geheime Sektoren gibt. Ich scroll dazu mal etwas weiter runter und zwar sehen wir, dass es neben dem Sektor 0 bis 15 hier auch noch einen Secret Block 16 und 17 gibt. Der ist aber wirklich für das Kartensystem selber. Dort laufen kryptografische Berechnungen, da kann ich keine User-Daten drin reinspeichern und deswegen sind die eigentlich in aller Regel nicht wirklich relevant, wenn es darum geht, die Karte zu kopieren. Die sind wirklich fest auf die Karte aufgebracht, da kann ich nichts damit anfangen. Wenn wir Karten kopieren, ist immer das Ziel, die Blöcke, die im User-Bereich liegen, hier eben bei der 1K MyFair-Karte, eben diese 64 Blöcke zu kopieren. Ja, das ist jetzt mal der Aufbau der Karte. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne nochmal in die Kommentare unten schreiben. Ich versuche euch dann entsprechend Rede und Antwort zu stehen. Und nochmal der Hinweis auch vom Anfang, bitte Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann bleibt ihr auch am Ball, wenn die Folgevideos zu dieser Tutorial-Reihe NFC-Karten hacken und kopieren erscheinen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und ich sehe euch hoffentlich dann im nächsten Video dieser Reihe. Macht es gut. Tschüss.